Gestrandet Season 2, richtig schwere Computerspiele und wie und warum Salat auch ungesund sein kann, das nach dem Intro. So Leute, herzlich willkommen zum nächsten Vlog hier am Montag. Das Ganze ist sau unstrukturiert, weil es mir immer noch nicht besser geht. Ich bin immer noch krank. Schon jetzt seit einer Woche ist er noch nicht wirklich besser geworden, aber wir halten hier, wir bleiben dran und schauen einfach mal, dass wir diesen Vlog hier auf jeden Fall zustande bekommen. Denn das ist ja äußerst wichtig. Natürlich habe ich die Kommentare und Fragen immer gelesen und deswegen habe ich hier auch wieder einige Sachen rausgeschrieben, aber der Rest wird unstrukturiert sein, also Fragen, auf die kann ich eingehen. Aber wir sind jetzt bei Aktuelles und somit der Wochenrückblick, die Wochenvorschau. Wir fangen direkt mal an mit dem wichtigen Altis Live Epic. Viele Probleme bei Altis Live Epic, was den Server betrifft. Und wenn sich die Leute fragen, warum kommt heute mal keine Folge, warum ist die Folge so kurz, das liegt daran, dass wir nicht mehr aufnehmen können, konnten und so weiter. Mehr Videomaterial gibt und gab es einfach nicht. Am Mittwoch ist erst die nächste Aufnahme geplant. Und ja, das Problem halt dabei ist, dass bis Mittwoch dann auch nichts kommen kann, weil wir halt nichts mehr in Videomaterial hatten. Somit ist dieser Mega-Cliffhanger mit dem Awesome Deal momentan auch das Letzte, was ich euch sagen kann. Ich weiß natürlich, wie es weitergeht, beziehungsweise was ich vorhab. Das wissen die KB-Typen, also der Lieferdienst, der selber noch gar nicht. Und ja, das wird auf jeden Fall noch eine lustige Angelegenheit. Ich hoffe, das können wir wieder aufnehmen. Bis dahin kommt wieder Criminal Cop, da konnten wir was aufnehmen zu. Und naja, ab Mittwoch wird dann wieder Altis Live Epic aufgenommen, hoffe ich. Und mal schauen, wie es mir da bis dahin auch geht. Und dann geht das Ganze auch weiter. Und ja, deswegen versteht das, wenn eine Folge mal kürzer ist, dann ist die Folge halt auch mal kürzer. Und ja, man kann bis zu 30 Minuten aufnehmen, muss man aber auch nicht. Und ich möchte mich jetzt auch noch nicht über das Projekt irgendwie beschweren oder warum, was da noch alles für Probleme behind the scenes waren. Deswegen ab Mittwoch geht's wieder weiter. So, dann hatten wir eine TTT-Folge, die ich mich erst fast nicht getraut habe oder die ich mich nicht trauen werde, vielleicht hochzuladen. Ich werde es aber doch machen, weil bei TTT gehen gerade die Zuschauer und die Community immer sehr krass auf diesen Moment ein, was gerade passiert. Wenn man sich aufregt im Spiel, weil man random gekillt wurde, dann kann ich das gut verstehen. Dann ist das scheiße, ich reg mich drüber auf jedes Mal und ja, auch ich random kille halt manchmal und das eine und das andere gehören da irgendwie zusammen und danach versteht man sich trotzdem wieder, lacht wieder, zockt irgendwas zusammen und gut ist die Sache. Jetzt hatten wir eine TTT-Folge, die fing schon unglaublich ungünstig an. Ich habe meine Discompulator-Partys gefeiert, ihr kennt das ja, und eine Discompulator war gar nicht so Party gewesen und da hat es ein paar Leute erwischt, unter anderem auch ein Traitor, der vielleicht zu dem Zeitpunkt sowieso schon nicht die beste Laune hatte wegen den Random Kills. Und da dachte ich mir, oh scheiße. Ich habe natürlich gelacht, weil es witzig war. Das habe ich natürlich gemacht. Aber ich dachte mir, oh Mist. Und dann habe ich in der Folge auch noch zweimal einen anderen Fehler gemacht. Und ich werde sie trotzdem hochladen. Nehmt es nicht so ernst, wie es in der Folge rüberkam. Man versteht sich behind the scenes doch natürlich immer noch. Also es ist eher wirklich so ein Ding da zwischen uns gewesen. Das wollte ich einfach nur mal ansprechen. Ihr werdet sehen, was ich meine und welche Folge ich meine. Ich habe sogar am Ende gelogen, dass ich das nicht gewesen bin, weil ich das einfach nicht zugeben wollte. So, dann Mörder kommt wieder ein paar Folgen. Das können wir zwar täglich nicht aufrechthalten, weil bei Mörder gibt es viel zu wenig Maps und Abwechslung und sonstiges. Aber das kommt wieder. Dann sind Garys Mods geplant. Habe ich hier aufgeschrieben, krasser Shit. Sowas wie letztens einfach mal eine Folge Just for the Lols, Pedobear Escape. Dann gibt es natürlich noch Prop Hunt und sonstiges, Melon Bomber. Und wir haben noch ganz viel mehr Krempel gefunden, den wir demnächst einfach mal bestimmt irgendwann mal angehen werden. Dann kommt heute und die nächsten drei Tage so ein kleines Free-to-Play-Special aus dem Steam, Fistful of Frags. Da könnt ihr euch halt die erste Folge angucken. Die erste Folge leckt unglaublich, weil diese offiziellen Server so gut waren. Dann haben wir später einen inoffiziellen genommen nach Part 2. Ab Part 2 und da läuft es besser. Part 1 ist eine reine Lag-Party, aber wir hatten viel Spaß, deswegen laden wir die trotzdem hoch. Dann geht's weiter mit Heroes of the Storm. Da freue ich mich besonders drauf, wenn ich da mal irgendwann, wenn es mir mal wieder besser geht und ich nicht irgendwie am Pennen bin oder unterwegs oder sonstiges, dass ich da Heroes of the Storm
mal wieder ein bisschen für mich spielen kann oder aufnehmen kann. Aber da müssen wir unbedingt einfach mal schauen, ob das irgendwie passt. Ich sitz jetzt auch gerade wirklich nur hier, weil ich diesen Vlog irgendwie für euch aufnehmen wollte. Ansonsten würde ich irgendwo da hinten im Bett liegen und wieder mal weiter schlafen. Das halt, wie gesagt, ist aber für euch, das ist wichtig. Der Vlog muss kommen und deswegen machen wir das auch weiter. Und wie gesagt, Heroes of the Storm, wenn es mir irgendwann wieder besser geht, da kann ich dann wieder viel aufnehmen. Ich habe noch was. Genauso wie Call of Duty Ghost mit dem Add-on und noch irgendwas. Ach ja, dazu komme ich aber gleich. Oder beziehungsweise jetzt steht ja sogar hier Minecraft gestrandet Season 2 in Anführungsstrichen. Das ist jetzt was wir behind the scenes so ein klein bisschen nur angekratzt haben. Wir haben es noch nicht genau geklärt, aber bei gestrandet muss sich was ändern. Da waren sich Rothermoon und ich irgendwie einig und wir haben da was ganz, ganz Großes vor. Ich hoffe, dafür können wir noch mal ein paar Leute begeistern oder sonstiges. Da ist gestrandet Season 2 wird der Shit. Also da ist eine gute Planung schon hinter, also ein gutes Konstrukt von der Ausführung und also der durchdetaillierten Planung kann man jetzt zwar noch nicht sprechen, da müssen wir noch mal drüber reden, aber da ist einiges geplant und das wird weitergehen. Dann Minecraft Hexit, mittlerweile können wir uns auch in Hexit ein bisschen besser zurechtfinden, dank eurer Hilfe auch, dank den Kommentaren und da läuft es jetzt auch wieder ein bisschen besser. Freut euch auf die nächsten Folgen, die waren wieder mal unglaublich klasse und ja, das läuft. Ihr habt bestimmt noch Spiele vergessen, die ich hier immer bringe. Aber das ist so erstmal dieser Wochenrückblick, den ich ansprechen wollte. Genauso wie Wochenvorschau, das sind so die Spiele, die nächste Woche auch kommen. Kann noch sein, wenn ich ein bisschen Glück habe, dass da noch ein, zwei andere Titel kommen, aber die müsste ich irgendwie auch dann erstmal kriegen und da steht noch ein bisschen in den Sternen. Wir warten und schauen einfach mal, was passiert und springen jetzt erstmal zu den Community-Fragen, denn da sind ein paar wieder zusammengekommen. Bis gleich! So, und da sind wir auch schon bei der Community-Sektion und dort haben wir direkt erstmal am Anfang stehen, der Livestream. Den Livestream konnte ich natürlich nicht machen, dafür ging es mir einfach nicht gut genug, um mich da ein paar Stunden irgendwie vor den Rechner zu setzen oder sonstiges. Das geht nicht und das wird auch jetzt wahrscheinlich die nächste Zeit noch nicht gehen. Ich werde aber versuchen, in den nächsten paar Tagen wenigstens so einen kleinen Stream zu machen, einfach um die 40k zu feiern mit euch und mein Geburtstags-Livestream ein bisschen delayed, also so ein bisschen beides auf einen Tag. Vielen, vielen Dank nochmal an die 40.000 Abonnenten, an alle Leute, die mir alles Gute zum Geburtstag gewünscht haben und so weiter. Da werde ich einen kleinen Stream bestimmt mal einschmeißen, auch wenn er nur irgendwie 2 Stunden gehen sollte oder so. Richtige Streams kommen dann, wenn es mir wieder besser geht und dann geht's auch weiter. Ansonsten streamt Mario ja auch noch ab und zu, aber ich wollte wenigstens auch mal die Tage noch einmal einen Livestream für euch machen, damit wir da zusammen was hinbekommen. So, dann habe ich eine Frage bekommen. Spielst du noch League of Legends? Und wenn ja, welcher ist dein Lieblingschampion? Ja, natürlich spiele ich noch League of Legends. Ich spiele immer mal wieder eine Runde. Zwar jetzt nicht mehr so häufig wie sonst, aber es ist immer mal wieder an und dann zockt man ein Ründchen. Na klar, League of Legends ist ein gutes MOBA. Es gibt genug Leute, die es spielen und ich habe einfach mal über fucking 1000 Euro in League of Legends ausgegeben, seitdem es das Spiel gibt. Und ich habe jeden Champ mit fast jedem Skin, so ungefähr so für jeden Champion mindestens einen Skin, meistens zwei und ja, da will ich natürlich auch noch weiterspielen. Mein Lieblingschampion of all time und wird es immer sein, da allein an dieser Charaktermechanik und wie sich der Charakter spielt, wird da niemand rankommen, ist immer noch der Mordekaiser. Also Mordekaiser ist einfach Nummer 1 für mich und damals overpowered, jetzt immer noch gut und underrated, weil die Leute ihn falsch spielen, meiner Meinung nach. Ich finde Mordekaiser immer noch klasse und ich spiele ihn gern, nur leider wird es nicht gerne gesehen, wenn man ihn pickt, dann denken alle, man trollt. Obwohl das sehr schade ist, weil Mordekaiser ist einfach, wie der Name schon sagt, der Kaiser, der Mordekaiser. Das ist auf jeden Fall mein Lieblingschampion. Und dann, wenn wir schon dabei sind, haben wir auch noch die Lieblings-Anime-Figur. Mein Lieblings-Anime ist natürlich Detektiv Conan, hatte ich ja schon beantwortet, hat der in dem Kommentar auch gewusst. Hat dann gefragt, ist auch dann dein Lieblings-Anime-Charakter Conan selbst? Und nein, das stimmt nicht. Meine Lieblings-Anime-Figur, das ist ein bisschen kompliziert. Na, was heißt kompliziert? Es gibt nicht so diese eine Lieblings-Anime-Figur. Es ist so, pro Anime hat man irgendwie seinen Fan-Favorite. Bei Naruto ist es Dozu, den wahrscheinlich kein Mensch von euch kennen wird, aber Dozu in Naruto ist meine absolute Lieblings-Anime-Figur und ich finde es immer schade, dass Dozu niemals in einem Naruto-Spiel vorhanden war. Ja, Dozu ist klasse. Bei Bleach ist es natürlich Saraki Kenpachi und einfach ein unglaublich genialer Charakter im Anime mit einer unglaublich coolen Originalstimme, also die japanische.
Und bei Conan, ja, bei Conan ist es natürlich schwer. Eigentlich ist es Jin und so von der Art und Weise her. Also da kann man das nicht sagen. Das ist alles so ein bisschen cool. Wer die Bücher gelesen hat, wird später noch auf ganz, ganz viele geile Charaktere treffen bei Conan und so weiter. Da gibt es einfach viel zu viel, die halt alle irgendwie sau wichtig sind. Dann habe ich eine Frage bekommen, die könnte für viele Leute interessant sein. Wie kommt man ins Gamester-Netzwerk? Das ist zwar keine Frage direkt an mich, das ist aber eine Frage, die unter meinem Video stand und die auch hier beantwortet werden muss. Wenn du einen eigenen YouTube-Kanal hast und YouTuber bist und mindestens 1000 bis 2000 Views am Tag hast und halt dann auch noch ja, guten Content ablieferst, dann kannst du einfach eine Bewerbung an GameStar schreiben. Dann landet die Bewerbung ja auf einem Tisch von jemandem, der es bearbeiten wird. Und dann, ja, kommt die Bewerbung halt bei uns an und dann guckt jemand drüber und schreibt dir dann entweder eine E-Mail, ob das klappt, also ob man nochmal drüber Sachen reden müsste, ob man da nochmal was fragen muss, wenn von beiden Seiten Fragen sind und so weiter. Und dann gibt es halt entweder dieses Ja oder dieses Nein. Natürlich alles ein bisschen ausführlicher, als ich das jetzt natürlich hier erzähle. Aber wichtig ist, dass ihr entweder 1000 bis 2000 Views hat oder ob man Potenzial in eurem Kanal sieht. Es kann auch sein, dass ihr unglaublich geile Videos macht, die von der Bearbeitungszeit her und allem Möglichen so unglaublich aufwendig sind, aber euch kennt einfach noch niemand, dass man sieht, boah, der hat Potenzial, den kann man auch nehmen, wenn er die Views am Tag noch nicht hat. Da muss immer ein klein bisschen abgeschätzt werden, aber das ist halt so das Wichtigste. Es bewerben sich sehr, sehr viele Leute, die noch ganz, ganz, ganz klein sind und noch fast gar keine Views haben. Und das funktioniert natürlich nicht. Des Weiteren müsst ihr mindestens, ich glaube, 16 Jahre alt sein, da aber dann noch mit Erlaubnis eurer Eltern. Da muss dann auch noch was unterschrieben werden extra für, ansonsten 18 und so weiter. Also da steckt viel dahinter. Wie gesagt, wenn ihr aber einen Kanal habt, der sehr gut läuft, also sehr gut im Sinne von wirklich so 1000 bis 2000 Views am Tag, finde ich schon, ist schon immer klasse gewesen, hat mich auch immer gefreut damals. Dann schreibt eine schöne Bewerbung, achtet so wirklich so auf die Form, wie es schreibt und ja, und dann guckt man drüber und dann wird jeder ganz individuell ja halt angesehen, ja, behandelt, bla bla bla, wie man das halt so sagen möchte. Also es wird sich jeder Kanal auf jeden Fall angeguckt, das ist da sehr wichtig mit zu wissen. So, jetzt hier nächste Frage. Gibt es ein Video-Computerspiel, das für dich vom Hauptmodus Story her richtig anspruchsvoll war? Ja, ich erinnere mich nur an eins. Also jetzt natürlich kann man jetzt sagen Dark Souls, was ja darauf ausgelegt, auf diese ja, Millimeterarbeit, sage ich einfach mal, dass du wirklich auf jeden Funken achten musst und das irgendwie handeln musst. Das ist natürlich auf eine Art schwer, zählt ja auch zu den schwersten Computerspielen so mit der Welt. Dann gibt es noch diesen Railgun, diesen Side-Scrolling-Shooter, der als das schwerste Spiel mit der Welt gilt. Aber das sind ja auch Spiele, die genau das erreichen wollen, dass du wirklich nur eine Sekunde oder einen Frame hast oder sowas, in dem du was drücken musst, um es irgendwie zu schaffen. Für mich war damals schwer, nicht weil das Spiel schwer war, sondern weil ich zu dem Zeitpunkt noch so jung war, dass ich gar kein Englisch konnte, war Mischief Makers für den Nintendo 64. Ein sehr, sehr schönes Spiel, nur da hat es dann bei mir gehakt, da ich noch einfach so jung war und noch gar kein Englisch konnte, dass ich Mischief Makers einfach irgendwann nicht mehr weiterkam. Genauso wie Gomeon oder Gomeo 1 und 2, so mit so Ninjan auf dem N64. Saugeil gezeichnet, empfehle ich auch jeden. Also viele N64-Spiele waren für mich damals sehr schwer, weil ich einfach nicht weiterkam. In der heutigen Zeit gibt es kaum noch schwere Spiele. Ich sage extra kaum, weil natürlich gibt es solche Spiele dann halt wie Dark Souls, die beabsichtigt schwer sein wollen. Aber mittlerweile sind alle Spiele auf Casual ausgelegt und von daher gibt es einfach kein schweres Computerspiel mehr, so wirklich, was jetzt Mainstream-AAA-mäßig auf den Markt kommt, wo man denkt, boah, das schaffe ich aber nicht. Dann hat einer geschrieben, Scream heißt Ghostface. Vielen Dank, ich bin auch direkt nach dem Vlog selber nochmal drauf gekommen, weil klar, das ist ganz am Anfang im ersten Teil hieß es ja auch so Ghostface, der hieß ja nicht Scream, der Film hieß ja nur so. Und vielen Dank für die Erinnerung, dass die Leute halt auch so noch dieses Hintergrundwissen natürlich haben. Finde ich cool, danke fürs nochmal darauf hinweisen. Auch für die Leute, die vielleicht in den Kommentaren die selber nochmal wissen wollten, das finde ich auf jeden Fall, das ist immer eine schöne Sache. Und ja, Scream hieß Ghostface. Der mit der weißen Maske, mit dem Ghostface halt. So, welcher ist dein Lieblings-Street Fighter-Charakter? Ja, das ist Dudley. Schon seit Third Strike spiele ich sehr gerne Dudley. In Street Fighter 4 hatte ich angefangen mit Makoto und Juri, als man, denn der Patch kam später für Super. Und Gouken, Sakura finde ich auch beide klasse. Und naja, aber mein Lieblingscharakter an sich ist einfach in der Street Fighter Serie Dudley. So.
Versuch doch mal Town of Salem, weil ich ja Epic Mafia angesprochen hatte und im Livestream gespielt hatte. Vielen Dank, da habe ich mir den Namen extra rausgeschrieben. Ich hoffe, ich spreche es nicht falsch aus. Asn Kaviat. Oh, es tut mir so leid, vielleicht habe ich es auch falsch rausgeschrieben. Oder ASN Kaviat. Wie gesagt, vielen Dank. Town of Salem ist ein klasse Spiel, was auch unbedingt gekickstartet werden sollte. Das Geld haben sie sogar schon eingenommen, da kommt also was. Town of Salem ist so wie Epic Mafia, nur mit Animation. Super Spiel, macht super viel Spaß, es läuft auch alles so ein bisschen automatisch ab, du hast ein bisschen bessere Übersicht als bei Epic Mafia. Top, kann ich nur empfehlen, Town of Salem, also geschrieben so Town of Salem. Geil, vielen, vielen Dank und jetzt springen wir einfach mal zu Sonstiges. So, herzlich willkommen Leute in der Sonstiges-Kategorie. Hier habe ich heute nicht allzu viel. Ich möchte aber trotzdem mich noch einmal bedanken. Erstmal wieder für die Livestream-Spenden bei Maru. Maru hat ja einen Livestream gemacht und da wurde wieder Geld gespendet. Und das ist einfach so krass, Leute. Vielen, vielen, vielen Dank. Dann komme ich gleich noch auf meine Geburtstagsgeschenke. Es wollten ein paar Leute wissen, was hast du zum Geburtstag bekommen und so weiter. Vorher möchte ich noch sagen, das Minecraft-Battle läuft immer noch. Ich bin auch immer noch dabei. Spoiler. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, obwohl ich habe ja auch gar, vielleicht sind dann auch gar keine Leute raus. Ne? Also auf jeden Fall, da bin ich noch am Start und deswegen dauert das Ganze auch noch ein bisschen, deswegen kann ich das auch noch ein bisschen abschätzen, weil sehr viele Teams noch drin sind. Das Minecraft-Battle wird klasse, mehr werde ich dazu auch nicht sagen, außer dass ich selber noch drin bin, wie halt eigentlich alle anderen. So, und wenn das Ganze komplett abgedreht sein sollte irgendwann, dann wird es hochgeladen und dann seht ihr die ganze Action, wie es war und hat bis jetzt schon viel Spaß gemacht und ich freue mich drauf weiter zu zocken und ich freue mich drauf, dass ihr das jetzt mittlerweile nochmal sehen könnt, was ich vom ersten Battle, wo ich mitgemacht bis zu dem getan hat. So, dann habe ich hier noch einmal stehen, das Pizza-Erlebnis habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe ja im Intro gesagt, warum Salat auch ungesund sein kann. Er isst sehr gerne Pizza. Oder sonstiges, auch wenn ich immer bei Tietchen oder so bin, also bei meinem Kumpel oder sonst wo, dann bestellen wir immer Essen so nachmittags, ne? Beim Bruder vom Kreis chillt man dann da, zockt ein bisschen und dann bestellen wir was zu essen. Und letztens war ich in der Pizzeria direkt gewesen, da haben wir dann eine Pizza bestellt und mussten noch ein bisschen warten, bis die Pizza halt fertig ist. Und bei den meisten Pizzerien sieht man ja auch schön, wie das Essen fertig gemacht wird und so. Und vorne war so eine richtig schöne Salatik. Also sah schön aus. Ich mag Salat ja sowieso nicht. Und dann kam so eine Mitarbeiterin und packt so die Salate ein. Also zieht sich erst Handschuhe an und da sage ich dann noch so, das ist aber cool, so wegen der Hygiene und so, ne? Und wir gucken weiter rüber und gucken uns das so ein bisschen an. Und sie packt den Salat so schön mit Handschuhen und so. Dann schön zugemacht, alles Mögliche. Und dann holt die eiskalt direkt einen Putzlappen, putzt diese Salattheke so schön mit der Hand links, rechts drüber, nochmal alles sauber machen, was runtergefallen ist und packt direkt so vom Lappen nochmal in den Salat und packt einen neuen. Dann hat die noch einen schönen Salat fertig gemacht, nachdem sie den Putzlappen genommen hat, so Salat gepackt, so wieder schön einen zugemacht, nochmal abgewischt wieder und dann hat sie wieder eingepackt und so weiter, bis der Salat leer war und dann hat die neuen frischen Salat geholt und man muss sich vorstellen, die Salatblätter und so, die sollten nur links in dieser Theke sein, rechts war dann auch so, keine Ahnung, Mais und diese andere Krempel, Tomaten, bla 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 und der Salat sollte halt nur links sein. Dann holt die so eine Schüssel mit Salat und da er nur links sein sollte, platscht die den, diese Schüssel so gegen diese Wand, gegen diese Theke, dass der Salat ja links bleibt und zieht ihn so langsam ab und du hast von außen an dieser Theke gesehen, dass so eine richtig schön fette Staubschicht von der Innenseite war und so zwei, drei Salatblätter klebten dann auch so links an der Seite und sie kratzt die mit dem Handschuh so runter, geht dann mit derselben Hand an ihr Handy, schreibt kurz was und packt dann wieder in den Salat rein, macht den nächsten fertig. Mann, das wird lecker gewesen sein. Also ich liebe sowas, wenn ich sowas sehe. Ich finde das einfach nur klasse und die Handschuhe waren nicht zum Schutz da oder damit das Essen halt irgendwie nicht irgendwie Bakterien abbekommen. Nein, sie wollte wahrscheinlich wohl einfach nicht, dass ihre Hände dreckig werden. So viel dazu, immer schön anzusehen. Macht Spaß. So, dann habe ich als letztes hier stehen Geburtstagsgeschenke. Ich hatte Geburtstag gehabt, was habe ich bekommen? Einmal möchte ich mich bei Sebiro bedanken, der mir zum Geburtstag 150 Euro gespendet hat und darauf nicht irgendwie auf einen Livestream gewartet hat oder sonstiges. Das hat er nämlich dann einfach so gemacht und vielen, vielen Dank dafür. Saukrasse Aktion. Es hat keiner irgendwie mitbekommen, halt außer mir, weil ich halt nicht gestreamt hatte. Wir haben es natürlich im Stream stehen, weil es gehört ja irgendwo mit zum Stream mit dazu. Und da vielen, vielen Dank, Sebiro. Sau cool. Wir kennen uns ja auch schon länger. Also als Zuschauer bist du ja schon sau lange dabei. Dann habe ich was von Maru per Post bekommen. Der hat mir Munchkin geschenkt. Das ist einmal hier das Starterdeck von Munchkin.
und ein Erweiterungspaket hat er mir zukommen lassen. Sehr geil, vielen, vielen Dank auch dafür, Maru. Wir sind danach auch auf den Trip von Munchkin gekommen, also mit den Kumpels drüber gequatscht und alles Mögliche. Und da sind wir dann halt so richtig auf dieses Munchkin-Fieber gekommen. Da gibt es ja unendlich viele Erweiterungen, weil das Spiel halt schon so alt ist und es ist ein richtig, richtig geiles Spiel, was unendlich erweiterbar ist. Und wir sind dann ein bisschen auf den Trichter gekommen, Munchkin zu spielen. Also, dass wir das gerne spielen wollen. Und wir wollen halt immer, wenn irgendwas gibt, alles haben. So, und dafür brauchen wir natürlich auch alles von Munchkin. Und dann haben wir uns für irgendwie über 300 Euro Munchkin. Ich könnte jetzt ewig so weitermachen, Leute, aber ich zeige euch das auch. Ich ziehe das jetzt eiskalt durch. Munchkin. Legenden, Pathfinder, X-Corp, Apokalypse, Freibeuter, Munchkin beißt, Munchkin Zombies, Munchkin Conan, Munchkin Cthulhu, Star Munchkin und nochmal Munchkin Cthulhu, weil es davon vier Teile gibt. Das halte ich jetzt mal. Doch, wir müssen es der Vollständigkeit halber, müssen wir es auch reinhalten. Munchkin Cthulhu. So. Haben wir sehr, sehr viel gekauft. Da mein Antrag, also ein Kumpel, hat die andere Hälfte gekauft. Darunter sind dann noch Munchkin Fu, Kickers, irgendwas da, irgendwas mit Munchkin Kickers, die ganzen Booster Packs, die letzten Erweiterungen zu irgendwas. Und wir haben jetzt irgendwie 5.000 oder 6.000 Munchkin Karten. Und ja, vielen Dank, Maro, dass du uns auf diesen Trip gebracht hast. Sehr cool. Ja, das war eine sehr feine Sache. Wartet, eine Sache ist mir runtergefallen. So, auf jeden Fall, ja, Munchkin kann ich ja später oder mal in einem anderen Vlog, wenn es irgendwie Interesse findet, mal erklären. Das ist ein saugeiles Kartenspiel, unendlich erweiterbar, mit super vielen Custom-Karten und allen möglichen Kram. Hammer. Danke, danke für die ganzen Geschenke, für die Glückwünsche zum Geburtstag, die Facebook-Posts und alles Mögliche. Ich habe noch zwei Bilder bekommen. Die kann ich jetzt hier leider nicht einblenden, weil ich die jetzt gerade nicht parat habe. Ich habe mich jetzt noch dran erinnert. Da hat einer einen Traitor-Reim geschrieben, so ein Dalukar-Traitor-Reim und eins war für Altes Life. Ich werde die in einem anderen Vlog bestimmt nochmal einblenden. Ich habe mir die abgespeichert. Danke auch dafür. Und ich werde auch noch einen Geburtstags-Livestream machen, habe ich ja gesagt, wenn es mir wieder ein bisschen besser geht. Aber erstmal muss ich mir jetzt auch wieder ausruhen, bin auch jetzt wieder fertig. Und entschuldigt, dass dieser Livestream hier oder der Vlog ein bisschen kürzer oder unstrukturierter war. Ich habe jetzt auch hier gerade niemanden zum Featuren, weil ich gerade nicht unbedingt weiß, wer gerade was Neues macht. Aber ansonsten sage ich immer, schaut wirklich bei jedem rein. Schaut bei den Leuten rein, mit denen ich Epic spiele. Also Dadosh Blaze, Krabs, Ralf, Anne oder bei Von Yumi zum Beispiel, die immer lustige Spiele hier momentan spielt, so wie Spore und allem möglichen. Schaut euch das unbedingt mal an. Dann bei Zander und Early, die crazy Minecraft-Stuff machen. Kennt aber jeder schon wahrscheinlich. Und ja, ich kann ich jetzt alle aufzählen. Lohnt sich einfach, wenn alle Leute, mit denen ich was mache, bei DT, bei Grants und sowas, sind halt, schaut einfach mal bei den anderen YouTubern mit rein, was euch da so gefällt. Und ja, ansonsten seht ihr sie ja auch wieder bei uns, bei TTT und so. Und ja, wir sind halt alles irgendwo Buddies verbunden und naja, gehört halt einfach so zusammen. Guckt euch das mal an. Bei Quantum zum Beispiel sieht man, wie ich mit ihm Battle Royale gespielt habe. Da hat er eine richtig geile Runde abgelegt. Auch das könnt ihr euch mal ansehen und so weiter und so fort. Nächstes Mal dann alles hoffentlich wieder ein bisschen strukturierter. Schreibt wieder eure Fragen in die Kommis. Ich schreibe das Ganze raus. Wenn euch das mit dem Format gefällt, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, Leute. Bis dahin und tschüss.